Ja, ich bin hier im Bundestag eingeladen worden von einigen CSU und CDU, also von einigen Parteien eingeladen ich worden und ich wurde dafür bezahlt als ehemaliger Killerspieler, also Ego-Shooter und Uncut-Killerspieler, mich hier was zu erzählen. Ich war und mich auch entsprechend zu benehmen, um die Vorurteile zu bestätigen, kommen Sie mal her, Frau Präsidentin. Ja, gut, danke, solange das Messer halten, ja. Ich nehme es nachher wieder aus dem Rücken, ja. Mich hier entsprechend zu benehmen, um die Vorurteile zu bestärken, dass alle Killer-Gamespieler sowieso einen an der Klatsche haben und eben auch entsprechend gewalttätig auf die heutige Gesellschaft wirken das. So, ich war viele Jahre investiert in einer Haftanstalt für ehemalige Killerspiel, Drogenkranke, wurde dort therapiert, geschlagen, gewürgt und auch gequält, 5-mal Schein erhängt und 3-mal erschossen. Und man wollte mir dabei helfen, von Killerspielen und Waffen und so weiter loszukommen. Und jetzt wurde ich als geheilt entlassen, habe gar kein Interesse mehr an PC und Videospielen, schon gar nicht an Uncut-Spielen. Ich danke da nochmal an die CSU und SPD und all die anderen Parteien, die mich investiert haben, in eine Haftgestalt an mich eingeliefert haben. Ich bin jetzt geheilt, spiele wie Benjamin Blümchen, geht in den Zoo und kommt da wieder raus und weiß, wie ein Elefant aussieht. Oder spiele ganz harmlose Sachen wie Tetris und andere Games. Ich bin jetzt also geheilt und ich würde nie wieder meine Mami oder mein Papi anschreien, so wie ich das früher gemacht habe, wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, weil da war ich ja noch ein Killerspieler. Jetzt bin ich sehr, sehr, sehr friedlich und ich möchte das hier nochmal in dem Hohen Hause sagen, dass ich mich bedanke, dass ihr mich erweckt habt und aus mir einen vernünftigen, anständigen Menschen gemacht habt und dank eurer dummen und tollen Killergesetze, die ihr da immer wieder macht, dass man keine Killerspiele in Berlin, Deutschland und wo auch spielen darf, bin ich geheilt und möchte jetzt durch die Schulen wandern und alle anderen ermutigen, meinen Weg auch zu gehen, die 6-7 Jahre in der Verbesserungsanstalt für ehemalige Killer-Game-Spieler, was immer das auch ist. Das kann man gut aushalten und deswegen marschiere ich jetzt durch die Schulen und ja, ich wurde dafür bezahlt, mich hier entsprechend so zu benehmen, weil eigentlich bin ich ein ganz normaler Mensch. Ich spiele zwar seit vielen Jahren auch sogenannte Killer-Games, nicht nur, auch Rollenspiele, und ich habe bisher noch nie in der Fliege was Geleide getan, habe nie jemanden geschlagen oder sonst irgendwas, halte mich für völlig normal. Aber ich wurde, wie gesagt, bezahlt, um dem Vorurteil hier vor dem Hohen Hause zu entsprechen. Das habe ich jetzt auch getan. Ja, ich hoffe, Sie haben jetzt den richtigen Eindruck, machen noch ganz viele tolle Gesetze gegen Killerspiele etc., gegen Gewaltspiele, zensiert deutsche Spiele noch schön weiter, damit die Leute sich denn weiterhin die Ware woanders herholen, aus anderen Ländern oder eben sowieso. Und ihr solltet mal lieber, ihr kleinen, überbezahlten Herren und Damen hier, lieber euch mal A, an die eigene Nase fassen und B, euch mal lieber um die Zustände bei den, Kindern und Jugendlichen zu Hause kümmern, die, oder überhaupt die ganze Umgebung, wo keine Jugendheime etc. sind, statt euch darum zu kümmern, was die Leute privat spielen oder nicht spielen. Ja, und jetzt zum Abschluss, dann wenn ich meine Kohle auch kriege, entspreche ich jetzt nochmal den Vorurteilen der ganzen Politikern. Und ich gehe jetzt wieder in die Anstalt. Ich bin zwar geheilt, aber ich liefere mich freiwillig ein. Tschüss, ihr Penner.